Melanie Müller hat es aber auch nicht einfach. Auf ihrem Instagram-Account jagt ein Shitstorm den nächsten. Immer wieder muss die Entertainerin harte Kritik einstecken. Egal, ob es um Aufnahmen im Bikini geht oder gemeinsames Beisammensein bei einem Gläschen Wein. Ihren Followern kann es die Sängerin wohl einfach nicht recht machen. Auf ihrem jüngsten Instagram-Posting zeigt die 32-Jährige jetzt ihre Tochter Mia Rose. Mit putzigen Turnschuhen und süßen Camouflage-Shorts posiert der Blondschopf für die Kamera. Und während einige Fans das Foto bezaubernd finden, gehen andere so richtig auf die Barrikaden. Ich würde sowas auch nicht meinem Kind anziehen. Muss ein Kind sowas wirklich tragen? Oder ich werde nie verstehen, warum Kinder Shirts mit Aufdrucken in Bezug auf Alkohol angezogen bekommen, steht unter dem Foto. Ganz klar stören sich einige der Instagram-Community daran, dass die Zweijährige ein T-Shirt des Bierkönigs trägt. Dort tritt Melanie nämlich außerhalb der Corona-Krise als Sängerin auf. Dass das TV-Gesicht es kaum noch erwarten kann, wieder auf der Bühne zu performen, zeigt sie auch mit ihrem Posting. Unter das Foto ihrer Tochter schreibt sie nämlich: Bierkönig Mallorca, wir vermissen dich. Trotz der Diskussion um das T-Shirt ist eines sicher: Mia Rose wird immer größer.